Hi, meine Hübschen, herzlich willkommen zu einem kleinen Guide mit dem Witch Doctor und in Kombination mit Atem des Todes. Also irgendwie kriege ich täglich Kommentare, wo Leute fragen, wie zur Hölle farme ich denn Atem des Todes? Klar, ich habe hier und da mal einen Guide dazu rausgebracht, wie man das allgemein farmen kann. Und jetzt möchte ich euch das Ganze einmal in Kombination mit dem Witch Doctor, also mit dem Hexendoktor zeigen, wie ihr da ideal und wirklich sehr, sehr schnell und effizient, ja, Atem des Todes farmen könnt. Ich habe jetzt hier innerhalb von ein paar Minuten 70 Stück gefarmt. Also es geht sehr, sehr schnell, sehr flink und ich zeige euch einmal, was ihr dazu braucht. Wir brauchen in dem Fall das Höllenmantel, also hier Höllenzahnharnisch bzw. Höllenset. Dann der Gevatters Grins, Armschienen der Nemesis, Höllenfeieramulett ist optional. Wenn ihr es habt, ist cool, muss man aber nicht unbedingt haben. Dann habe ich hier das Manajumas Messer bzw. das Manajumas Set auch unbedingt nützlich. Also das macht das Ganze halt rasend schnell und sehr, sehr gut spielbar. Und natürlich auch hier das Reise des Weisen Set. Das ist halt dafür mit dem dritten Affekt. Jedes Mal, wenn ein Atem des Todes als Beute fallen gelassen wird, fällt noch ein weiterer. Das heißt, werden zwei fallen gelassen, bekommen wir drei. Wird einer fallen gelassen, bekommen wir zwei. Das ist schon sehr, sehr cool und so pushen wir das durch die Nemesis-Armschienen, ganz klar. Schreien und Pylone lassen einen gegnerischen Champion erscheinen. Der Champion droppt dann im Idealfall Atem des Todes. Kriegen wir mehr Atem des Todes im Endeffekt dann raus. So, was habe ich denn im Cube stehen? Gucken wir mal ganz schnell. Also, ich habe hier den Schmelzofen, denn Elite ist unser Ziel. Und umso schneller wir die Elite down kriegen, umso besser. Deshalb hier 50% mehr Damage auf Elite. Nehmen wir natürlich mit. Dann hier ganz, ganz wichtig, Jerams Armschienen. Todeswall verursacht 100% mehr Schaden und kann innerhalb von 2 Sekunden bis zu 3-mal gewirkt werden, bevor die Abklingzeit einsetzt. Das heißt, wir haben 100% mehr Damage auf den Skill, Todeswall, und wir können ihn 3-mal einsetzen. Das ist das Geile dabei. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Das ist dieser hier. 2, 3. Und das Tolle ist nämlich auch an dem Bild, beziehungsweise an dem Skill, wir können den platzieren, wo wir möchten. Ist der Elite-Gegner hier oben irgendwo, dann setzen wir da einfach den Todeswall hin. Ich zeige euch das mal. Zack, zack, zack. Jetzt würde er zu uns laufen und auf dem Weg zu uns würde er schon verbrennen. Also das ist sehr, sehr cool und sehr stylisch. Ich würde euch auch empfehlen, die Jerams Armschienen auf jeden Fall in den Cube zu ballern, um die 100% zu erhalten. Habt ihr jetzt welche von die 100% haben, dann ist es egal, ob ihr jetzt hier die Jerams reinsetzt und hier die Nemesis oder hier Nemesis und da die Jerams oder umgekehrt. Also das ist relativ Wumpe. Macht's bitte so, dass ihr am meisten Damage rauskriegt. Da ist meistens immer der Fall, wenn er hier die Jerams reinsetzt. So, dann auf jeden Fall auch den Ring des königlichen Prunks, denn wir können nur zwei Teile tragen hier. Und dementsprechend macht das natürlich dann Sinn, dass wir den dritten Set-Boni durch den Ring bekommen. Auch hier sei es dann gesagt, ich habe drei Höllenzahnteile an. In dem Fall die Schultern, den, ja, wie heißt es, Harnisch, und hier die Beine, also den Beinschutz. Dadurch haben wir drei Teile, durch den Ring kriegen wir natürlich den Vierer-Boni gratis dazu. So, dann natürlich auch Fokus und Zurückhaltung, also das Ringeset. Einfach, dass wir den Damage mitnehmen. Damage ist hier natürlich der Hauptfaktor. Umso mehr Damage, umso besser. Und das ist schon sehr, sehr nice. Ich habe jetzt noch nicht perfekt gerolltes Gear hier, aber es läuft wirklich schon echt gut. Ich mache jetzt derzeit T7, weil es für mich am flüssigsten ist. Elite-Gegner sind innerhalb von wenigen Sekunden down. Ist halt am effizientesten für mich. So, ja, was für einen Gürtel nehmen wir denn? Das ist relativ egal. Also ich habe jetzt hier zum Beispiel Gürtel der Transistenz drin. Es geht aber auch zum Beispiel die Witching Hour, also die Geisterstunde. Oder aber auch, boah, wie hieß der denn? Der Goldgürtel. Ich komme gerade nicht drauf. Goldträger, genau. Goldträger hieß der Gürtel. Womit ihr dann praktisch auch gleichermaßen, wenn ihr Gold aufsammelt, auch Rüstung dazu bekommt. So könnt ihr schon mal nicht sterben. Und ja, ist halt eine nette Defensive. Aber dazu braucht ihr natürlich auch den Stein Gabe des Sammlers. Sollte man ja, mit reinnehmen. Also ich habe einen drin, obwohl ich den Gürtel gar nicht habe. Ist ja einfach so eine Sache, ich brauche das Gold. Nein, ich brauche es eigentlich nicht, ist einfach nur just for fun. Und ansonsten nehmt ihr bitte Verderben der Mächtigen und als anderen Stein oder als dritten Stein nehmen wir dann Verderben der Gefangenen. Lichtkranz habe ich persönlich jetzt einfach nur drin. Ja, wegen netten Effekt, aber muss man nicht haben. Außer man hat ihn jetzt auf Stufe 25, gibt nur Bewegungsgeschwindigkeit dazu, genauso wie bei dem bei der Gabel des Sammlers. Aber wie gesagt, habe ich jetzt persönlich nicht drin, beziehungsweise ich habe die Steine noch nicht hochgelevelt. So, okay, das wäre es an sich zu den Skills, zu dem Bild. Wir kommen mal ganz kurz zu den Skills. Wir haben hier Leichenspinnen mit lodernden Spinnen, Säurewolke mit Säureregen, Verhexen, wütendes Huhn, Todeswall mit Feuerwand. Ihr seht schon, das Ganze ist ein Feuerbild. Dann haben wir Geisteswandler mit Ausflug. Sollten wir mal irgendwo in der Masse stehen, wo wir extrem aufs Maul bekommen, einfach den Geisteswandler reinhauen und abhauen. Ja. Das ist unser Plan B sozusagen. Und dann haben wir natürlich Seelenernte, eine Seele übrig. In dem Fall, dass wir mehr Damage machen. Ach nee, Bewegungsgeschwindigkeit. Warte mal, ich will mehr Damage. Also Bewegungsgeschwindigkeit brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Ich würde hier wirklich mehr auf Damage gehen.
Zack, hier. So. Habe ich noch gar nicht getestet, also alle Angaben ohne Gewehr. Das bringt hier Bewegungsgeschwindigkeit, krasse Stiergeist bringt in dem Fall Damage. Ich probiere das jetzt einfach mal damit. So, dann haben wir hier bei dem passiven Ritual des Vertrauens zwischen Licht und Schatten des einen Leid und Sumpflandeinstimmung. Wobei Sumpflandeinstimmung bitte ersetzen durch grausiges Labsal. Ich habe jetzt grausiges Labsal auf meinem Höllenfeuer-Amulett. Das heißt, ich kann natürlich hier den Skill verbraten gegen einen anderen Skill und da habe ich jetzt einfach den genommen. Habe jetzt noch gar nicht geguckt, ob es irgendeinen anderen gibt, der vielleicht mehr Sinn macht. Ist ja auch egal. Mal Nachtmal, was war das denn? Oh, schau mal, so habe ich nicht. Okay, gut. Ja, das wäre es dann schon zu dem Bild an sich. Also eigentlich relativ simpel erklärt. Kommen wir noch ganz kurz zu den Punkten. Wir gehen natürlich auf 25% Bewegungsgeschwindigkeit. Auch hier bitte drauf achten. Ich habe 11% auf meinen Schuhen. Das heißt, ich bräuchte dann noch 14% hier drauf. Habe 1% zu viel, weil ich gerade noch gerollt habe. Ich habe vorher 10% gehabt. Habe ich jetzt noch nicht geändert. Egal. So, und natürlich dann Intelligenz. Dann haben wir hier erstmal komplett kritischen Trefferschaden. Dann kritische Trefferchance. Abklingzeitreduktion, Angriffsgeschwindigkeit. Hier gehen wir erstmal komplett auf Rüstung. Always Leben, Lebensregeneration. Und hier gehen wir komplett auf Flächenschaden. Dann Leben pro Treffer, Ressourcenkostenreduktion und Gold von Bonus. So, das wäre es dann schon an sich zu dem Bild. Und ja, wie funktioniert der Bild an sich? Also ich erkläre euch das mal ganz kurz an der Spielweise. Es ist, die meisten, die den Bild spielen oder die den auf YouTube hochladen, da ist das Problem, die erklären nicht, wie man den spielt. Das ist, die erklären die Funktionen, aber nicht, wie man den spielt. Und hier ist es nämlich ein bisschen komplexer, wie man den spielt, beziehungsweise man muss hier ein bisschen was beachten. Und zwar folgendes. Die 1 ist unser Fexen, ist unser Huhn, damit kommen wir schnell von Elite zu Elite-Gegner. Ihr seht, wir sind sehr, sehr schnell unterwegs, können auch durch Gegner hindurchlaufen und so uns wirklich nur die Elite-Gruppen raussuchen. So. Übrigens, kleiner Tipp meinerseits, wenn ihr das Huhn habt, ich lasse nochmal ganz kurz den Cooldown laufen. Wenn ihr das Huhn habt, ne, lauft in die Gegnergruppe, in den Elite-Gegner rein. Der Elite-Gegner ist jetzt in dem Fall einfach mal Miriam hier. Und dann drückt einfach die 1, 2, 3 oder 4. Dann haben wir eine Explosion. Das heißt, wir machen direkten Schaden auf den Elite-Gegner. Was machen wir als nächstes? Wir nehmen einfach die linke Maustaste und die rechte Maustaste auf den Elite-Gegner, dass wir unsere Ringe procken. Unsere Zurückhaltung und Fokus-Set. Das heißt, wir machen auch da 2, schieß mich tot Schaden. Zusätzlich für die nächsten, ich glaube, 5 Sekunden. Genau, für die nächsten 5 Sekunden. Was machen wir dann? Wir drücken die 4, denn wir wollen natürlich zusätzlichen Damage haben. Wir drücken die 4 und bekommen Damage und dann geht es mit Todeswahl los. Und das reicht in der Regel aus, um ja, Gegner zu töten. So, das war jetzt die Trockenübung. Wir gehen jetzt mal ganz kurz zu dem, ja, zu der praktischen Prüfung sozusagen. Wir gehen einmal rein. Zack. So, was machen wir? Wir drücken erst die 1, um schnell einen Elite-Gegner zu suchen. Trash ist scheißegal, wir wollen Atmen des Todes haben, kein Trash. Dementsprechend haben wir ein Pack. Drücken einmal die 1 da drin, drücken die 4. Jetzt haue ich ganz kurz ab, weil hier, ihr seht, ich kriege gerade extrem aufs Maul. Und jetzt drücke ich einfach die 2. So, und das sollte schon reichen. Jetzt können wir linke Maustaste, wie gesagt, ich habe gerade vergessen. Linke Maustaste reindrücken, damit wir das Ringeset brauchen, wie ihr es unten auch gesehen habt. Und kleiner Hinweis meinerseits, wenn ihr linke und rechte Maustaste drückt, setzt ihr übrigens auch den Skill Todeswahl zurück. Das heißt, ihr könnt den permanent rausspammen. So, wir brauchen das nächste Pack. Wir laufen mal ganz schwind weiter mit unserem Suppenhühnchen. Bam, 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 bam. Lustiges Ding, muss ich schon sagen. So. Wo ist denn eine Elite? Hier ist einer, okay. Einmal explodieren, zack, und jetzt Todeswahl rein. So, dass wir nicht auf den Kopf kriegen, drücken wir einmal die 3, gehen da raus. Linke Maustaste rein, rechte Maustaste 3. Ach, Todeswahl natürlich wieder rein. Schön wieder parat, der Skill. What? Nein, nicht sterben, oh mein Gott. So, jetzt aber. So, und zack, Atem des Todes mitgenommen. Weiter geht's. Wir suchen das nächste Päckchen. So, und so macht ihr einfach immer weiter, immer weiter, immer weiter. Also, es ist relativ einfach eigentlich. Wenn er das 5 Minuten gespielt hat, habt ihr das drin. Also, es ist relativ simpel. Und ja, wirklich sehr, sehr schnell und effizient. Ich werde zu dem Atem des Todes Farm auch noch einen Barb-Guide rausbringen. Da bin ich auch gerade dabei. Sodass ihr auch mit dem Barb demnächst so schnell farmen könnt. What? Lass mich in Ruhe. So, Gott, mit dem Hühnchen könnt ihr übrigens auch abhauen. Ihr kassiert aber nebenbei Damage, nicht zu vergessen, ne? Außer ihr habt jetzt einen Goldträger drin, womit ihr dann Rüstung gleichzeitig bekommt. Dann kann euch das scheißegal sein, könnt ihr einfach drin stehen bleiben. Kommt mir oft damit hin. So, okay, nächste Atem des Todes und weiter geht's. Und so seht ihr, kriegen wir sehr, sehr schnell Atmen des Todes zusammen. Und ja, ihr müsst euch natürlich ein bisschen einspielen. Das ist keine Frage. Aber wenn ihr das einmal habt, dann ist das sehr, sehr flockig von der Hand spielbar, muss ich gestehen. Ihr seht das hier. So, zack. Legendary bzw. Set-Teil. Und weiter geht's mit dem Suppenhuhn.
Und da seht ihr auch, wie wichtig Nemesis ist, denn ihr findet hier und da auf jeden Fall einen Schrein. Also im Rift findet man mindestens immer 3-4 Schreine. Das sind 3-4 Elite, zusätzliche Elite-Gegner, die ihr mitnehmen könnt. Und dementsprechend auch, ja, einiges an Atem des Todes. So, und somit wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß, guten Loot und viel, viel Gelingen. Bitte beachtet, umso höher die Qualstufe, umso mehr Atem des Todes, beziehungsweise umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr 2 bekommt. Beziehungsweise mit dem Set dann auf jeden Fall auch 3. Aber das ist für mich jetzt hier einfach noch zu überdimensioniert. Ich habe noch das Problem, dass ich zu schnell aufs Maul bekomme. Der Damage reicht eigentlich, aber ich habe das, wie gesagt, das Problem, dass ich hier immer sehr schnell sterbe, weil mir einfach der Goldträger fehlt. Ne? Wenn ich jetzt einen Goldträger hätte, würde ich auch auf T10 stellen, weil meine Zähigkeit dann ins Unermessliche reichen würde. Oh, jetzt hier, komm rein da. Atem des Todes, wo bist du? Ist nicht da, okay, dann nehmen wir uns einmal ihn hier. Linke und rechte Maustaste rein, natürlich fürs Ringeset, ganz wichtig. So, und dann ist der auch schon bereit. Wir rushen einmal weiter mit unserem Hühnchen. Bam, bam, bam. Nächste Elite-Gegner, direkt in der Elite, in dem Elite-Fritzen drin, das Huhn zum Explodieren bringen. Weil das ist auf jeden Fall ein netter Damage, den man mitnehmen sollte. Und wäre sonst einfach verschenkt. Weil hier ist das Ganze natürlich auf Effizienz getrimmt, auf Zeit getrimmt. Wenn ich jetzt meine Beinsteine noch auf 25 hätte, jeweils, dann wäre es nochmal um einiges schneller. Das heißt, das Huhn würde noch viel, viel schneller hier rumrennen. Also nochmal 50% schneller. Da kommt man fast auf 400% Bewegungsgeschwindigkeit. Also das ist schon sehr, sehr, sehr Speedy Gonzales-mäßig hier. So, zack. Down. Down. Weiter geht's. Achso, jetzt habe ich aus Versehen zuerst schon das Huhn aufgelöst. Also man muss natürlich dabei achten, wenn die 1 drückt, wird das Huhn beendet, ne? So, weiter geht's. Irgendwo ein Elite-Pack. Hier unten irgendwas? Nee, hier ist nichts. Gehen wir mal weiter. Doch, da ist eins. Guck mal hier. Mensch, wo ist denn der Rest von dir? Ach, rammt mich einer an hier. Willst du mich verarschen? Okay, da bin ich schon gestorben. Ja, so schnell geht das. Und ich wünsche euch viel Spaß nochmal und bis zum nächsten Guide. Ciao, Leute.